Stella. Das ist ja unglaublich. Dieses Haus ist einfach fantastisch. Weißt du, ich liebe die einfachen Dinge. Einfache Dinge, die mir ein gutes Gefühl geben und mich mit Wärme erfüllen. Was will man machen? Mit Komplexität und Luxus kann ich einfach nichts anfangen. So bin ich nun mal. Und zwar seit ich denken kann. Als ich noch jung war, hatte ich viele reiche und berühmte Freunde. Du weißt schon, Künstler, Philosophen, Sportler. Ich war schon immer ein Magnet für die besten Leute. Was kann ich sagen? Aber das hat mir damals schon nichts bedeutet. Und das tut es heute auch nicht. Deshalb habe ich vermutlich Giovanni geheiratet. Er war so schlicht und doch so elegant. So unverfälscht, aber auch unterhaltsam und bescheiden. Und er hatte kein Geld. Daran hat sich vermutlich nichts geändert. Na gut, ich muss zugeben, ich vermisse ihn wohl. Ich weiß, dass es falsch ist. Ich weiß, dass er ein nutzloser Lump ist. Ich weiß, dass ich ihm jetzt sicher völlig egal bin. Aber ich kann ihn einfach nicht vergessen. Hey Wildfang, könntest du vielleicht mal nach der Post sehen? Vielleicht hat Olga etwas über ihn geschrieben, wie sie versprochen hatte. Das wäre wirklich lieb von dir. Vielen Dank, Stella. Das werde ich dir nicht vergessen. Ach Gottchen. Scheiden, aber ganz schön groß die Bleibe hier. Naja, ist ja eh für zwei Personen. So, mein Großer hier. Ich finde, mein Haus ist schon ziemlich schön. In der Ecke dort wäre eine Dusche nicht schlecht. Die ganzen Sägespäne aus dem Sägewerk verursachen Juckreiz. Natürlich liebe ich Sägespäne weiterhin. Erzähl den Sägespänen nicht, dass ich etwas Schlechtes über sie gesagt habe. Warum verbessern? Kann ich denn überhaupt irgendwas hier aufwerten? Tatsächlich. Oh Gottchen. Die hier alle wieder von mir wollen. Na komm. Wir sind ja nicht so. Kann man das hier auch aufwerten? So für zwei oder so? Nee. Du bist wahrscheinlich wunschlos glücklich. Glas habe ich noch nicht. Eichenbrett und Kalkstein. Na komm, meine Gute. Tun wir dir hier mal was Gutes. Und vielleicht kann ich dir hier auch noch was Gutes tun. Baumwolle, das habe ich alles nicht. So, das soll es dann erstmal auch gewesen sein. Risotene Weiden entdeckt. Och, das sieht ja auch niedlich aus. Ein Baum. Den nehmen wir doch mit. Wenn niemand hersieht, lecke ich gerne am Fels. Dann kann ich mich besser konzentrieren. Außerdem schmeckt er leicht salzig. Oh wow, ein Freund hat mir von diesem Fels erzählt. Er meinte, man müsse sich etwa eine Woche lang daneben stellen. Dann wird man zu einer Möwe oder sowas in der Art. Ich verstehe das nicht. Seit Tagen bin ich jetzt schon hier. Alle sagen, dass sie etwas spüren. Ich spüre gar nichts. Was soll das denn? Ich hätte meinen Job nicht kündigen sollen. Oh, Junge. Ja. Noch mehr Bäumchen. Okay, also ich glaube, Eichenbäume habe ich genug. Aber Ahorn, eins von beiden. Dim, dim, dim. Du bist glücklich. Haben wir einen Pilz noch mitgenommen? Wie, das war's?
Hä? Gibt's ja gar nichts mehr. Na gut. Dann gehen wir mal wieder zurück. Keine Pilzis hier. So, jetzt haben wir so einen Fels. Und eigentlich würde ich gerne hier wieder meditieren oder sowas. Kann ich aber ja gar nicht. Wer weiß, was es damit auf sich hat. Kann man auch nichts machen. Da auch nicht. Das war's schon. Sachen bauen. Aluminium kann ich nicht. Obstgarten kann ich aber bauen. Der müsste sogar hier hinten in die Ecke passen. Oh, guck, der passt sogar hier unten hin. Dann bauen wir den noch dahin. Marmor habe ich eh nicht. Das könnte ich noch bauen. Luftstoß. Tja. Dahin vielleicht. Ob das jetzt so wichtig ist, weiß ich nicht, aber draußen werden wird zumindest nicht angezeigt. Ich hatte den Garten für Rose vorbereitet. Ich wollte ihr ein Stück vom Paradies schenken. Ein Zuhause so voller Liebe, dass sie davon ganz überwältigt werden würde. Ich hatte mich geirrt, und zwar unglaublich. Nachdem sie bei mir eingezogen war, steigerten sich die Erträge des Gartens um das Zehnfache. Es war ein wundervoller Anblick. Sie hat nie eine formelle Ausbildung genossen. Und dennoch wusste sie, welcher Zweig krank war und zurückgeschnitten werden musste, oder welche Pflanze Dünger benötigte, oder was kurz vor der Blüte stand. Manchmal stand sie mitten in der Nacht auf, um empfindlichen Blumen abzudecken. Am nächsten Morgen brach überraschend Frost über die Gegend herein. Sie brauchte kein Wissen. Sie brauchte meine groben Werkzeuge nicht. Chakren, Edelsteine, Gesänge. Nein, sie war eine offene Pforte zum Universum. Eine überirdische Macht. Als der Drache das letzte Mal zu Besuch kam, hatte ich keine Angst mehr. Na Süße. So. Du hast einen wunderschönen Obstgarten voller Äpfelbäume. Aber weißt du auch, wer in den Äpfeln wohnt und gerne liest? Bücherwürmer. Hahaha. Deine Witze sind echt schlecht. Tja, leider steht da nicht, wie man an die Sachen rankommt. Aufenthaltsraum, Zerkleinerer und Hühnerstall. Oh, Hühnerstall ist prima. Quarzpulver und Zinkbarren. Okay. Kuhstall, Schmiede, Keller. Naja, mal gucken. Dann brauche ich noch ein bisschen. Und Eisbrecher. Seelenblume, wer auch immer die ist. Alles klar, mein Guter. Du verwöhnst mich ja richtig, Stella. Was für ein unglaubliches Möbelstück. Der ganze Raum wird gleich viel lebendiger. Ja, jetzt ist es viel gemütlicher. Und er steckt sogar voller Kleider und Accessoires. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie glücklich mich das macht. Aber worauf wartest du denn noch? Raus aus deinen alten, schmutzigen Klamotten. Such dir etwas Fesches aus. Cool. Jetzt geht's ja los hier. Miezekatze, kann ich nichts machen. Das finde ich toll. So, und Hut. Nee, das passt schon so. Finde ich auch. Nun, das ist definitiv eine moderne Wahl. Sehr jugendlich. Aber wäre es mit etwas Klassischerem? In der unteren Schublade sollte ein schönes Lavendel-Outfit liegen.
probier es mal an. Okay. Lavendel. Hat ja auch was. Oh, Prinzessin. Jawohl. Nee, ich lasse es dann doch bei Vanille. Okay, ich muss es tatsächlich anziehen. Gut, dann ziehen wir das an. Ey, ich habe das angezogen. Könnt ihr jetzt hier nicht pennen? Sowas. Wenn euch mein Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst und meinen Kanal abonniert, um einfach immer auf dem neuesten Stand zu sein, wenn ich wieder ein neues Video hochlade. Also, bis dann, eure Bora.